wir müssen halt erstmal gucken, dass wir ein bisschen Platz vorschaffen, denke ich mal. Ansonsten, also es wird, denke ich, demnächst darauf hinauslaufen, dass ihr eben vielleicht dann auch Prospect seid, ne? Alles klar. Aber jetzt wissen auf jeden Fall die Leute, die rumrennen, dass du zu uns gehörst. Jetzt hast du die Hose aus. Junge. Guten Abend. Guten Abend. Moin. Brennen hier. Dach. Wie geht's euch? Grüß dich, mein Lieber. Gut. Boris, alles klar? Ja, alles gut. Bei dir? Ach, auch. Und sonst? Ich täusche euch gerade irgendwie im Gespräch? Nö. Die quatschen eh bloß Dünnschüsse wie in kurzer Zeit schon. Alles klar, okay. Ja, und sonst? Was gibt's sonst so? Irgendwelche Veränderungen? Nö, nicht wirklich. Okay. Alles ruhig, siehst ja, ist ja nicht viel los. Ja. Und schon was getrunken heute? Nö. Ich muss noch ein bisschen geschäftsmäßig was machen. Okay. Deswegen muss ich da einen klaren Kopf bewahren. Okay. Weil sonst gehen die Pferdchen mit mir durch. Boris, welches Motorrad gehört dir von denen? Eigentlich alle. Vorne. Das, was hier jetzt steht, alle? Ja, das ist meins hier. Also da nur das andere schwarze, was da vorne steht, ist auch meins. Was ist das hier für ein Modell? Warte mal, wenn ich stören darf. Der schwarze, der da steht. Sind beide die gleichen. Die schwarze ist meine und die weiße ist, weiß ich gar nicht, kann Lusches sein oder so. Die schwarze, die tönt mich. Die schwarze, die tönt mich sowas von an. Guck mal, was? Ich hab noch eins, was ich abgeben könnte, für wenig Geld. Echt? Was willst du dafür haben? Mal halt gucken, ne? Also ist halt eigentlich ganz, ganz neu, so der hat es noch nichts dran gemacht. Okay. 1000 dafür gibt es, okay. Alles klar, nehme ich sofort. Dann müssen wir später hochfahren an mein Haus. Alles klar, machen wir. Super. Ich falls hätte, du wenn ihr jetzt eine Kutte angezogen hättest, das Schwarze da geschenkt, aber gut, jetzt hast du ja mit ihm den T-Shirt gemacht, dann ist es so. Ja, okay, warte, Boris. Mein Bruder ist noch da. Warte. Lass den Deal noch offen. Alles klar, ne, ich nehm das Ding, kein Problem. Was machen wir mit der Kutte? Weiß ich nicht, sag du mir. Ja, die Kutte anziehen? Auf jeden Fall, wieso nicht? Morgen sind wir mit meinem Bruder da, dann kommen wir vorbei direkt und dann quatschen wir darüber. Dann machen wir das so. Alles klar. So lange lasse ich das Moped hier stehen. Alles klar, super, okay, dann wird sich mein Bruder auf jeden Fall freuen. Cool. Sehr schön. Ja. Das heißt, du hast dich gerade inoffiziell für die Kunde entschieden, gell? Ja, schon letztens haben wir uns dafür entschieden. Ist er? Sehr. Ja, ich habe gemerkt, ihr seid gerade, deswegen, ich stehe auf gerade, Leute. Wir wären nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht gerade wären und nicht unser Wort halten würden. Richtig, genau, ja. Das stimmt. Wie ist das eigentlich hier mit den Bullen und so? Ich habe gerade überlegt, ob ich anrufe und sage, wir kommen jetzt runter und übernehmen. Nachdem ihr jetzt schon fast alles übernommen habt, könnt ihr das auch machen. Ja, er wisst schon, wo wir überall sind. Ja. Ja, kein Problem. Struktur ist immer wichtig. Stunde. Funktionierende Struktur ist das A und O. Alles andere ist Schwachsinn. Richtig. Ja, und Manpower, ne? Ja, auch nicht mal unbedingt. Also ich habe immer früher gesagt, ich habe lieber 5 Wölfe als 10 Schafe. Das sowieso. Ja, ne. Da hast du recht, aber ich meinte Manpower im Sinne von
richtige Männer. Weil Schafe gibt's ja genug, weißt du? Das ist richtig, ja. Richtige Männer. Richtig. Ja, wenn du dann PD im Griff hast, dann kannst du mich ja zum Chief machen da. Der albanische Chief, ja? Wenn du Interesse hast, dann bringen wir dich natürlich als Chief da rein, wenn du nach unserer Nase tanzt. Ja, sicher. Ja, du kannst auch oberster Richter werden, wenn du möchtest. Wir brauchen auch noch Staatsanwälte. Kein Problem, wir können dir jeden Job beschaffen, den du haben willst. Ja, ne, Papierkram ist nicht so meins, Boris. Ich hätte eher Lust auf bisschen Action und bisschen Spaß, weißt du? Man sieht's, dann kommt er mit in die Schutzgeldtruppe, einwandfrei. Ja. Läuft. Ja. Ja, schön, finde ich gut, dass ihr euch dafür entschieden habt. Machen wir, auf jeden Fall. Jungs, habt ihr irgendwie Hunger? Ich muss mir irgendwas reinziehen, sonst kipp ich gleich um. Ja, die Jungs können dir bestimmt was holen. Für Ich hab was dabei. Achso. Alles cool. Ja, hallo. Einen Apfel habe ich dabei, glaube ich. Auf Bier. Ach, heute. Apfel, Digga, ihr von dem Porkburger gönnt ihr. So, danke schön. Dann zieh ich mir den mal rein. Ja. Dann erstmal inoffiziell herzlich willkommen, ne? Jo, danke schön. Danke, danke. Digga, wir haben einen Prospekt dann wieder, ne? Zwei Stück, Digga. Ah, herrlich. Ja. Nein, keine Sorge, wir werden euch nicht misshandeln. Nee, kein Problem. Wir sind gerade, keine Sorge. Mein Bruder, der ist gestern aus dem Knast wieder raus, weißt du? Oha. Der war in Albanien 10 Jahre im Knast. Und ich habe den gestern am Hafen abgeholt, die haben den ja hin verschoben. Lass uns mal schnell zum Wohnobjekt. Und als Supporter auch gerne mitkommen. Ja, kein Problem, okay, Boris. Das macht dann nicht mehr. Falls du irgendwas gesagt hast. Wo soll ich den ja mit hinnehmen? Zu mir, zum Objekt. Was? Alles klar. Und sonst alles fit? Muss ja. So, ACLS gehört euch auch jetzt, ja? Das ist ja. Ja, nicht schlecht. Welches Objekt ist das? Das hier rechts? Das hier. Ja. Okay. Wenn du willst, kannst du dir schon eine Kutte anziehen. Okay. Zeig. Ich fahr mir die Lose. Ja, zeig dir mal bitte, dass er die Support-Sachen erstmal anzieht, damit alle wissen, dass er zu uns gehört. Alles klar. T-Shirt ist ja egal, mittlerweile unter, oder? T-Shirt ist egal, Hauptsache die Kutte. Ja, alles klar. Geht mit dem kurz den Granger. Nicht wundern, wir haben Lalula da mit drin. Ah, nicht schlecht. Ja, es ist der Danny und ich, wir sind im FD, also im Fire Department. Aha, okay. Und wir sind auch bereit, ja. Stört dann. Kohle halt, ne? Die läuft. Ja, nicht schlecht. So, was sind hier die Klamottenladen, ne? Ja, ich glaube, nach dem Friseur auf der rechten Seite ist er. Ah, okay. Aber jetzt wissen auf jeden Fall die Leute, die rumrennen, dass du zu uns gehörst. Auf jeden Fall. Und dir wird niemand mehr ans Bein pissen. Alles klar, ja. Das ist gut. Also,
es gibt niemanden, der uns ans, also das ist weder Polizei noch irgendwelche anderen Gangs oder so. Alles klar. Ja, ja. Das Motorrad war von dir, ne? Welches? Worüber wir gesprochen hatten, oder hatten wir mit dem anderen gesprochen? Nein, das war von Danny das Motorrad. Okay, alles klar. Ja, weil ich kann halt noch nicht die Leute hier alle auseinanderhalten. Alles Gute, ihr kommt mit der Zeit, Digga. Ah, Digga, aber hast du so eine gute Wahl getroffen, Digga. Also, wir sind... Ja, aber... Ich bin seit letztes Jahr im August im Start. Okay. Oder Oktober. Okay. Und das... Ich war lange Zeit nicht hier, war 3 Monate okay. Nicht hier. Und dann bin ich wieder hergekommen und dann hat das 2 Tage gedauert. Und dann... Oh, was geht, Albaner? Alles klar? Ja, sicher, bei dir? Hakan! Oh. Ich bin Hakan, Albaner. Oh, Hakan, wie geht's dir? Ach, alles gut, danke, Bruder. Haben wir uns schon mal kennengelernt? Ich glaube nur kurz. Ah, das war, wo das Motorrad da hinten am Laufen war. Kann das sein? Ja. Alles klar. Ja, cool, dich kennenzulernen. Ja, er ist jetzt inoffiziell. Ich weiß. Ja, morgen kommt auch noch mein Bruder. Ja, das ist gut. Ja. Immer Leute ranholen hier. Die Straßen müssen gefüllt werden. Ja. Cool. Hey. Boris, wie sieht's aus? Der sieht gut aus, der Junge. Ja. Sehr schön. Ja. Schick, jetzt brauchst du nur ein Moped. Ja, mal gucken. Jetzt machen wir das direkt vielleicht klar mit dem Moped. Gib dir das, was da hinten steht, einfach, komm mit. Ja? Okay, warte. Ich hab gesagt, pass mal auf, Digga. Die Jungs, die da arbeiten, sind unsere Leute. Boris. Junge, du bist echt der Beste, ne? Bruderschaft, mein Lieber. Du haust mich echt um. Geht nicht immer nur um die Quatsche, es geht einfach darum, dass wir alle Seite an Seite stehen und dass wir füreinander was tun. Und wenn der eine gerade nicht kann oder nicht die Möglichkeit hat und ich aber die Möglichkeit habe, bin ich der Letzte, der sagt es nicht. Weil cool. Das ist mein Prinzip, danach leben wir und nur deswegen gibt es diesen Motorradclub. Gefällt mir echt. Auf jeden Fall. Sehr nice und sehr cooler Move jetzt von dir. Mal, ich will ja auch, dass du mit Moped fährst, ne? Ich muss jetzt erstmal kurz gucken hier, wie ich hier am besten jetzt die... Okay. Wir lassen dann aber für meinen Bruder den Deal da mit dem anderen Kollegen noch. Kann ich das Ding auch selber nehmen dann und meinem Bruder schenken? Das wäre auch ein cooler Move, oder? Ja, sicher kannst du das machen. Ja, dann mach ich das auch. Du kannst machen, was du willst. Das ist halt mein Motorrad. Wenn du das behalten willst hier, kannst du das nehmen. Oder wie du das machen willst, ist mir okay. Bewusst. Hauptsache, ihr habt dann beide Motorräder. Alles klar. Jetzt, weil ich will bei der Ausfahrt dann nicht welche haben, die mit dem Fahrrad hinterherfahren oder mit... mit einem Rebel. So, komm mal her zu mir. Mhm. Jetzt müsstest du die Papiere haben, die musst du halt nur eben mal unterzeichnen, also ausnehmen und mit der Hand da. Ja, warte, ich guck mal gerade. Ja, muss ich dann einmal aus. Dokumente. Ausweis. Nee, das hast du in deinem ganz normalen, in deinen Taschen drin. Okay. Alles klar. Dann musst du halt nur mit deiner Hand das da schnell unterschreiben. Ach, okay, alles klar, hab ich. Jetzt solltest du das auch abschließen können, Schlüssel habe ich dir gerade in der Tasche gesteckt. Solltest du das auf- und zuschließen können. Super, ich guck mal kurz, ob's geht. Mit der G-Bedienung. Jo. Ja. Oder mit der L-Bedienung auch. Und Digga, pack die Papiere in die Maschine rein. Ah, okay, ja. Lass dir das erklären mit den Papieren, dass du die da gleich reinpackst. Alles klar, mach ich jetzt sofort. Ja, setz dich hin. Mhm. Auf die Maschine. Ja. Dann, So, ne? Gibt's das da vorne noch so eine Fahrt bloß mit dem Jungen runter zum Helmshop, dass er sich einen ordentlichen Helm besorgen kann und dann deiner. Machen wir gleich. Also zurücklegen, ne? Ja, genau. Leg mal einfach zurück ins Bike. Alles da habe ich. Gut. Ich guck nochmal sicherheitshalber, ja. Sind weg. Ja. Und da bleiben die auch drin, ich würde die nicht rausnehmen. Nee, nehme ich auch nicht raus. Nur wenn du alles sie verkaufst oder das. Und verkaufen würde ich sie eh nicht, weil. Nee, ich verkauf das Ding nicht. Nee.
glaube, sonst reißt dir jemand den Kopf ab. Den Kopf ab und reißt ihn halt. Alles klar. Ja, cool. Sollen wir dann heimfahren gehen, holen gehen oder wie läuft das? Was ist mit den Sachen, die jetzt hier im Motorrad drin sind? Was ist denn da noch drin? Keine Ahnung, ich hab hier Wodka-Shot, Shot, Rot, Grün, Sauer, Mondschein. Du hast dort eine kleine Bad. Ich hab eben, als ich arbeite nebenbei noch im Palace. Okay. Boah, geil, Junge. Danny? Eben. Warte. Ich bin noch Autohändler. Okay, alles klar. Du musst mir deine Nummer geben. Warte mal. Ja. Kann ich hier gerne machen. Bei ich Thema hab, Autos. Ich hab mal oben im Palito mein Auto aus. Hast du das schon gesehen? Nee, nein. Das ist da ein Tattoo-Shop fast in der Nähe. Warte, gibst du mir erstmal. Du warst Hakan, ne? Ja, Hakan Bülbül. Hakan Bülbül. Super. So, deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer lautet 6154. 6154. 94. Genau. So, Hakan. Soll ich dir meine Nummer noch geben? Ja, natürlich. Moment. Erisha, ich kenne viele mit dem Nachnamen. Na. Ja, aber man nennt mich hier der Albaner. Ich weiß, habe ich alles schon eingetragen. Super. deine Nummer lautet? 1503. Richtig. Ah, perfekt. Ja, wie sieht das aus mit Schwarzer oder Schafter? Was kosten die Dinger? Schwarzer. Oh, wie viel kostet ein Schwarzer nochmal? Ich glaube, Liste 55 oder so. Ich muss mal die Tage bei dir vorbeikommen. Ja. Ich glaube, Listenpreis war der 55, der Schwarzer. Okay. Ja. Und der Schafter V12, glaube ich, ist Liste 80. Ja, gut. Er 80, weiß okay. Bescheid, aber ja. Okay. Der hat auch so ungefähr das Palace zusammengebrüllt. Jo, Boris. Ja. Jetzt brauche ich nur noch einen Helm, aber ich kann nicht abwarten. Ich muss mich draufsetzen und fahren gleich. Dann macht das viel Spaß. Das wäre komisch gewesen. Ah, Boris, was ist mit den Sachen, die du drin hast? Ja, alle eine Runde fahren. Was ist denn da drin? Die Lilanen. Da soll ich dir kurz sagen, was da drin ist? Warte mal. So, was ist hier einmal? Wodka-Shot, Shot, Rot, Grün, Sauer, Mondschein, zwei Joints, Hering, Angelrute und Nett, Hegels, Angel, Guide, irgendwas. Was für ein Ding? Warte mal, zeig mal. Warte mal. Hegels, Angel. Ja, oder Guide, was steht da? Angel, ja, Angel, ja, ja. Ja, solche das. Kannst du alles behalten, ruhig nicht. Ja? Okay, ja, alles klar. Alles klar. Aber wir können ja jetzt einfach auch gleich mal gemeinsam hier alle eine Runde losknattern. Ja, wieso nicht? Fahren wir zusammen mit ihm runter da dann. Das Unicorn gehört. Gut, wir fahren jetzt gleich mal eine Runde, ja? Jo. Busche will Moped fahren und naja, wir fahren bloß runter zum Helmfuzzi da. Weil er braucht ja auch einen Helm und einen Bandana und so. Ja? Okay. Jo. Mit Eumel. Himmel. So, Boris, sollen wir los, oder? Nein, komm. Ah, okay.
Also die Masken oder nach die Helden? Albana, hier kriegst du Masken, Bruder. Okay, alles klar. Was brauchst du? Bandana brauchst du, ne? Ja, wenn du willst, dann will ich, ja. Ich geh da irgendeiner aus einfach. Alles klar, warte. Jetzt hast du die Hose aus. Junge, Junge, Junge. So. Genau, bis zum nächsten. Alles klar. Einfach geradeaus weiter. Ja, so ein Stahlhelm oder sowas. Oder so ein Kleen, die sind auch geil. Na, ich guck grad, ich denke, ich würde mir auch sowas von. Stahlhelme, so ein schwarzen hab ich. Na, ich nehm den hier. Aber warte, ich hab nicht genug Kohle dabei. Warte, ich geb dir was. Ich brauch 100 brauch ich, hab 50 hab ich dabei. Ja, kriegst du das. Geht das so oder muss ich das mal raus? Nee, müsste so gehen. Ja. Oh, alles klar, danke, Bruce. So. Hab ich. Weil ich gerade, ob ich mir den Buch hole, den Helm. Warte mal, Bandana. Habt ihr mir wieder weg? Ist das unter Accessoires, Bandana? Masken. Ach, unter Masken, okay. Ja, hab ich, alles da. Der sieht auch nicht schlecht aus, der eben. Bisschen freaky, aber... Sieht gut aus. So, nehm ich.
Tote Hose. Also wie sieht das bei den Roten aus? Digga. Jo. Also. Jo. Eigentlich ist das Aufgabe von Road Captain, aber ich mach dich jetzt einfach mal, weil du warst ja auch gerade mit uns unterwegs. Ja. Wir haben Hackordnung hier im MC, das ist dir klar. Ne? Okay. Press, Vize, Road Captain, Person, diese Sergeant Arms, Secretary. Okay. Der Brother in Arms und so eine Geschichte, gell? Okay. Und beim Fahren okay. Diese Hackordnung eingehalten. Ah, okay, alles klar. Spitze, also meistens fährt Spitze Road Captain, weil der okay. Ist halt Road Captain. Dann okay. Kommt Bess, danach kommt Vize, dann kommen die ganzen anderen Member. Ich bin ganz hinten. Rang und Member, genau. Alles klar, kein also, Problem. Nur, dass du Bescheid weißt, ja? Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid, auf jeden genau. Fall. Alles klar. Sei dir verziehen. Alles okay. Klar. Alles jo, klar. Vielen Dank nochmal. Ne? Jo, Danny. Fahren wir mal hoch, komm. Mach das so, Danny. Okay. Lass uns das morgen machen, wenn du Zeit hast. Bist du morgen da? Ja, klar. Ja, warte mal, dann gib mir kurz deine Nummer. Dann rufe ich dich morgen an, wenn ich drinnen bin. Und wenn ich wach bin. So, Danny, hast du gesagt? 11:33:07. Warte, 11:33:07. Danny. Hab ich. Soll ich meine Nummer auch noch geben, oder? Ja, oder? Ja, kannst du gleich mal machen, dann können wir uns die alle einspeichern. Alles klar. Der Albaner. Richtig. Obwohl, ich hab deine Nummer schon. Ja? Ja? Ja, ja, ja. 15:03, Danny. Okay. Ja? 15:03. Richtig. Ja. Leicht zu merken, weißt du? Ja. Alles klar. Oh, ich schau mich hin jetzt. Mach das. Ja, ich fahr mal ins FD. Jo, ich komm mit dir. Hackert, wir hören uns auf jeden Fall auch nochmal wegen Autos und so, ne? Ja, Biesen. Alles klar. Jo, schönen Abend noch, ne? Jo, alles klar. Hackert, Dankeschön dann noch, ne? Ja, kein Problem, Bruder. Wir sehen, hören uns. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wenn man dies, kannst du immer anrufen, Digga. Mach ich, alles klar, vielen Dank. Ja, kein Problem. Jo, ciao, ciao. Jo, ciao, ciao.